Da trifft es sich gut, dass der Vorstandsvorsitzende hier ist. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Heribert Bruchhagen. Daher vor dem Pokalspiel gegen Illertissen, das heute in Augsburg stattfindet, musikalisch begleitet von unserem DJ Gigi. Herr Robert, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, Mensch, die Vorbereitung war ja doll, ne? Fast alles, nee, alles sogar gewonnen. Alles heißt gewonnen, mit anderen Worten, Sie möchten jetzt auch die Liga auf, oder? Dem Laien stellt sich das so dar. Ich muss es immer wieder sagen, wenn ich so gefragt werde, die Vorbereitungsspiele, die wir hatten, sind gut gelaufen. Die Qualität der Mannschaften war unterschiedlich und unser Anspruch ist es auch, dass wir, sagen wir mal, gegen den türkischen Tabellensechsten möglicherweise auch zum Erfolg kommen. Also Vorbereitung war gut, die Ergebnisse waren gut, aber sie sagen nichts aus darüber, wie es uns in Berlin ergeht und wie dann in der Folge das schwere Auftaktprogramm bewältigt wird. Zurück beim Doppelpass mit Eintracht Frankfurt. Das ist die Mannschaft, die als Aufsteiger im letzten Jahr mit 4 Siegen eingestartet ist und sich dann am letzten Spieltag noch auf Platz 6 ins Ziel retten konnte und in die Europa League eingezogen ist. Dadurch aber sind die Ansprüche im hessischen Land etwas größer geworden. Frankfurt freut sich. Frankfurt traut sich etwas zu. Ich glaube, wir hatten bereits eine gute Mannschaft. Ich glaube, wir haben sie auch gut verstärkt. Und deswegen glaube ich, dass wir stärker sind als letztes Jahr. Heißt das besser als Platz 6 in der Vorsaison? Als der Aufsteiger die fantastische... Hören Sie, wir haben da ein paar Tonprobleme. Das zischt da so ein bisschen. Also ich kann Ihnen sagen, was der Sinn dieser Mats gewesen ist. Ich habe sie vorher gesehen, als sie noch in Ordnung war. Und am Ende stand eigentlich von uns die These, die Erwartungen in Frankfurt sind für die kommende Saison sehr hoch, bedingt dadurch, dass die letzte Saison so erfolgreich war. Das aber genau ist die Gefahr. Würden Sie mir da folgen, Herr Robert? Ja, dazu muss man kein Fachmann sein. Das ist die allgemeine Einschätzung. Herbert, ich kann mich erinnern, das haben Sie am Anfang der Sendung schon genauso formuliert. Sie haben nicht gesagt, kein Fachmann, sondern da haben Sie sogar noch Laie gesagt. Das ist doch schon, warum müssen Sie eigentlich immer in die alte Wunde reintun? Finger so? Nein, weil es sind ja keine. Ich bin immer etwas aufgeregt, wenn. Ja, wenn Sie neben mir sitzen. Wenn Sie keine. Nein. Es sind ja keine Fragen, die Sie stellen, so, sondern Sie legen sich in dieser Frage bereits fest und dann fühle ich mich dann etwas zum Laien gemacht und dann versuche ich das Ganze zu drehen. Herr Robert, inwieweit ist dieser Kader denn jetzt komplett? Man hört ja immer wieder, dass der Trainer sich noch einen neuen Stürmer wünscht und mit Cutlets ist da auch einer im Angebot. Wie weit sind Sie mit ihm? Also die Gespräche führt unser Manager Bruno Hübner und die ziehen sich schon sehr, sehr lange hin. Das ist ein sehr komplizierter Sachverhalt. Wir wollen diesen Stürmer, wir möchten diesen Stürmer gerne zur Eintracht holen. Der Verein Sparta Prag ist sich unschlüssig. Es ist nicht so einfach, dort auch Personen zu finden, die am Ende eine Entscheidung treffen können. Und das zieht sich schon sehr lange hin. Unser Trainer ist sehr ungeduldig. Da sind also auch viele Laien unterwegs. Nein, sondern da gibt es unterschiedliche Interessensgruppen. Ja, unterschiedliche Interessensgruppen. Die einen möchten gerne einen sportlich qualitativen Spieler bei Sparta Prag halten und die anderen müssen auf die wirtschaftliche Situation schauen. Also der Trainer ist sehr unruhig und er hat jetzt, wir haben auch zusammen besprochen und dem Bruno Hübner, unser Manager, der soll das jetzt in dieser Woche finalisieren. In welche Richtung es dann geht am Ende, das wird sich zeigen, da wage ich keine Prognose, aber wir wünschen uns diesen Spieler, das ist richtig. Ja. Kann das denn wieder so laufen wie bei Niklas Bentner, dass am Ende Sie den Transfer für gescheitert erklären, bevor Bruno Hübner das weiß? Das ist falsch. Das ist völlig falsch, was Sie sagen, sondern wir haben im Trainingslager zu dritt besprochen, dass, nachdem wir alle Fakten auf dem Tisch hatten, dass wir den Transfer Bentner nicht realisieren wollen. Wie wir das immer tun, wir treffen alle Entscheidungen in der Gruppe. Gibt also eine Deadline jetzt bei Cutlets? Haben Sie gesagt, in dieser Woche soll es entweder finalisiert werden oder aber wenn nicht, haben Sie eine Alternative irgendwo im Kästchen? Das wäre ja traurig, wenn wir nicht mit unserer sportlichen Leitung und wenn wir mit unserem Gesamtsystem, auch im Scouting-System, wenn wir nicht auch andere Namen im Kopf hätten.
Aber es ist eben, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, auch auf unserem Niveau eine Sturmspitze zu bekommen. Ich sage mal, einen defensiven Mittelfeldspieler im europäischen Markt zu finden, ist weitaus leichter als eine Sturmspitze zu finden. Und auch noch, Armin Fee will ja nicht nur eine Sturmspitze haben, sondern den Wunsch, den er geäußert hat, ist eine bewegliche Sturmspitze. Also nicht ein, der zentral spielt, um die Torgefährlichkeit von Alexander Meyer aufrechtzuerhalten, brauchen wir eine bewegliche Sturmspitze nach Auskunft des Trainers, und die teilen wir auch alle. Und so differenziert einen Spieler zu finden, der dann auch noch in unser Preisgefüge passt, das ist eben sehr, sehr schwierig. Aber nun rechnen wir mal, Herr Rübert. Also 7 Millionen wollten Sie ausgeben in dieser Saison. 3,6 haben Sie bisher ausgegeben. Bleiben noch, wenn ich richtig informiert bin, 3,4 für Cutlets. Wenn Sie richtig informiert sind, Sie sind es nicht. Da ich mit der Stimme noch nicht unten war, als Sie mich unterbrachen, kennen Sie den Rest meiner Frage nicht. Der Rest lautete, informieren Sie mich bitte. Ja, wie gesagt, wir haben großes Interesse an Cutlets. Aber es muss warum wollen Sie nicht 3,4 hinlegen? Ja, weil es auch marktgerecht sein muss. Und weil, erstens muss der Preis marktgerecht sein. Sie wollen 3 bezahlen. Und nicht nur, dass er marktgerecht ist, sondern es muss auch in unsere Finanzen hineinpassen. Und wir haben einen Unternehmensleitsatz, dass wir nicht bereit sind, uns zu verschulden. Den haben wir vor... nachdem wir den Turnaround geschaffen haben vor 7, 8 Jahren. Und den Unternehmensleitsatz, den stellen wir in keiner Weise in Frage. Und der prallt dann schon mal in solchen Verhandlungen auf die Fakten. Und wir werden sehen, was die nächste Woche bringt. Ja, Sie wollen aber wirklich bisher nur 3 bezahlen für Cutlets, hätten aber noch 3,4 im Säckel. Legen Sie was drauf. Ich muss mich doch nicht wiederholen, um zu sagen, dass Sie nicht gut genug informiert sind. Ja, Wie wollen Sie denn bezahlen? Wir machen ein Angebot bei Eintracht Frankfurt. Das Angebot ist passend. Gut. Felix, wer hat in Ihrer Frankfurter Zeit von wem gelernt? Weil wer ist bei wem in die Schule gegangen? Das ist ja wirklich alles schön sibyllinisch, was hier geäußert wird. Ne? Harry war noch nicht da, als ich in Frankfurt war. Der kam erst hinterher. Der kam danach. Ja. Also der hat Sie nicht entlassen. Er hat mich nie entlassen. Oh, darum sind Sie so gut befreundet bis heute. Das hätte er auch nie gemacht. Wir haben aber in Hamburg zusammengearbeitet. War er Manager, ne? Auch ohne Entlassung. Entlassung. Ganz genau. Also Sie kennen sich lange Jahre. Wie weit darf denn ein Trainer, nämlich Armin Fee, gehen im Begehren nach neuen Spielern? Wo gibt es die Grenze, Herr Rübert? Der Trainer kann jeden Wunsch auch äußern und artikulieren. Und die Wünsche, die Armin bisher gegeben hat, die sind ja alle auch realistisch gewesen. Der hat sich doch nicht Lewandowski gewünscht, sondern er hat eben Cutlic, einen jungen Nachwuchsstürmer aus der Tschechei, der 2 Länderspiele gemacht hat, der in der letzten Saison 13 Tore geschossen hat. Das ist ja nun auch nicht die Welt. Diese Spielerkategorie hat er sich gewünscht. Und auch was Flum angeht und José Lu. Und ich sage mal, er wünscht sich schon realistisch, in der realistischen Kategorie Spieler. Und es gibt einfach da zwischen uns, wir wollen alle haben das gleiche Ziel, die Mannschaft stark zu machen. Und da prallen wir nicht aufeinander. Und er hat auch in der Sache Bendtner und als wir mal über den Spieler Katscha gesprochen haben, da hat er dann auch am Ende die gleiche Einschätzung gehabt wie ich. Da haben wir gesagt, das ist nicht darstellbar, das können wir nicht tun und das machen wir nicht. Und dass wir schon mal ein wenig, dass wir ein Wortspiel mal betreiben, was dann überhöht dargestellt wird, das ist eben so in der Bundesliga. Wir haben wirklich ein tolles Verhältnis zueinander. Und ich habe den Armin Fee ja auch nun selbst ausgewählt mit Bruno Hübner als Trainer. Und von daher gesehen ist es doch undenkbar, dass man einen Trainer sich aussucht, mit dem man nicht zwischenmenschlich harmoniert. Und das ist hier der Fall. Dann steht der neuen Saison ja eigentlich gar nichts im Wege. Nee, tut's auch nicht. Ach, vielleicht doch der Spielplan, ne? Also da haben Sie die ersten 6 Spiele 4-mal auswärts anzutreten. Mhm. Und die beiden Heimspiele heißen Bayern und Dortmund. Wer hat Ihnen denn das Ding reingedrückt? Ich sage mal so, ich war vor 10 Jahren Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga und war für den Spielplan verantwortlich. Und möglicherweise gibt es einen Mitarbeiter, ich weiß es nicht, der noch dachte, doch, jetzt ist es mal an der Zeit. Nein, Spaß beiseite. Das ist hart, aber sehr viele Vereine haben im Spielplan, wenn auch nicht am ersten
und oder am zweiten und vierten Spieltag. Aber die Reihenfolge, dass Vereine, alle Vereine Dortmund und Bayern hintereinander als Heimspiel haben, es könnte manchem Trainer sicherlich Sorgen bereiten im Bereich des unteren Bereiches, ja, und so weiter. Also Spielplan ist Spielplan und wir können sagen, was wir, die Punkte, die wir vielleicht im August nicht holen, die holen wir dann im Januar, weil es dann genau umgedreht ist. Dann haben wir nämlich 4 Heimspiele und 2 Auswärtsspiele, ja, wo man sowieso Außenseiter ist. Gut, wofür bezahlen Sie jetzt? Für den Satz Spielplan ist Spielplan. Hab ich nicht, das sind 3 Euro. Ja. Dieser Spielplan wird ja noch. Das ist in Ordnung, das war ein wunderschöner Abschluss. Meine Herren, ich darf mich bedanken für diese muntere Runde. Es gibt das große Sport 1 Bundesliga Sonderheft der neuen Saison als Belohnung. Felix, oh, vielen Dank. Viel Spaß damit. Heribert. Ja. Für Heribert Buchhagen sehr interessant. Seit 4 Jahren kann auch lesen. Und dann auch nochmal für Christian. Der war gemein zum Schluss. Das war, ne, oder? Sehr gemein. Ja, ich, ja, nehme aber alles zurück. Nein, Heribert, ich leide darunter.